20 vor 8, Freitag, 23. März. Da haben alle zusammen schöne Uhr am Pfand gehängt. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was gut ist. Darum interessiert mich sicher auch Baselworld. Seit gestern und noch bis zum Dienstag ist die Baselworld weltweit wichtigste, kann man schon so sagen, Treffpunkt von der Uhrenindustrie bereits zum 101. Mal. Ein paar Luxusmarken haben in der Baselworld zwar zurückgekehrt, die Veranstalter sind ein bisschen nervös, aber die grossen Brands sind auch dieses Jahr wieder mit dabei. Und mit drinnen eine rebellische kleine Uhrenmanufaktur aus Zürich, wo der Weltmarke zu fürchten will lernen. Maurice de Mauriac mit dem umtriebigen CEO Daniel Dreyfus, der im Moment gerade an der Baselworld den Weltmarke zu fürchten will lernen. Guten Morgen, Maurice de Mauriac, Daniel Dreyfus. Ja, ich bin David gegen Goliath oder Daniel gegen Goliath. Jetzt ist gerade eine Publikation gekommen, wo die Rolex, die große alte Rolex hat mich kopiert. Erking, neues Modell, hat ein Modell von mir kopiert, das 14 Jahre alt ist. Und das ist mein Bestseller. Also in Basel kopieren die Grossen die Kleinen. Weil die Kleinen raffinierter sind wie die Grossen. Die Grossen sind schwerfällig, weil wenn sie mehr Lohn beim Nachbar überkommen, gehen sie zum Nachbar. Bei uns läuft das völlig anders. Ich habe eine Familie, zwei Söhne, zwei Gofen, und die arbeiten mit mir. Und die gehen nie zum Nachbar, gehen schnurren über das Uhrenbusiness von Dreyfus. Aber das ist ja unglaublich, dass die Bieler eigentlich Zürcher kopieren. Ja, also es ist ja Bieler und Genfer. Es geht noch weiter. Tag Heuer hat mich schon vor 10 Jahren kopiert und haben ein Modell gemacht, wo es eines der bestverkauften Modelle geworden ist, Carrera Day-Date. Ich habe etwas erfunden. Ich bin wie der Roger Schawinski. Ich bin immer ich. Ich habe es erfunden. Ich. Aber ich weiß, was ich rede, habe ich auch erfunden. Und ich habe schon früher etwas machen, wo nicht, wo es schon nicht gibt. Also MeToo hat mich nie interessiert. Ich wollte der Erste sein oder der Letzte sein. Gehst du jetzt rechtlich gegen die vor? Gegen die Sehr schwierig. Jeder hat natürlich schon einen Brief bekommen von mir, aber die haben ja so viele Anwälte. Mhm. Ich habe wenige Anwälte, die sind gut, die sagen immer, entwickle dein Zeug, das ist die beste Sicherheit für deine Zukunft. Dann würde ich als waschechter Zürcher jetzt einfach Aufruf machen. Wir kaufen das Original von Maurice de Mauriac, oder? Absolut. Sicher nicht die billige Kopie. Jeder Zürcher braucht eine Zürich-Uhr. Ja, logisch. Da muss doch Zürich draufstehen. Maurice de Mauriac, Zürich. Zeigst du dieser Uhrenwelt in Basel? Ja, ich bin schon 30 Jahre im Uhrenbusiness. Ich nenne mich immer noch Watch Junior und der Jean-Claude Biber ist der Senior. Sehr gut, wunderbar. Danke vielmals, hast du schnell Zeit genommen und viel Glück im Kampf. Merci Daniel gegen Goliath. Merci. Good morning. Good morning. Good morning. Mit der Radio 1.